Überraschung bei Darts WM, Deutscher Clemens besiegt Weltmeister Reid. Der Deutsche Gabriel Clemens steht im Achtelfinale der Darts WM. London, Gabriel Clemens, 37, hat bei der Darts WM in London überraschend Weltmeister Peter Reid besiegt und damit für eine deutsche Premiere gesorgt. Der Saarländer gewann das direkte Duell mit dem schottischen Weltklassespieler am Sonntagabend nach einer extrem starken Leistung 4:3 und steht damit als erster Deutscher in der WM-Geschichte im Achtelfinale. Für den German Giant, wie der 37-Jährige genannt wird, ist es der bisher größte Erfolg in seiner Laufbahn. Er spielte zudem den bisher höchsten Average, also die durchschnittliche Punktzahl, die mit 3 geworfenen Darts erzielt wird, eines deutschen Spielers bei einer WM. Clemens trifft im Achtelfinale nun auf den Polen Krzysztof Ratajczak, der den Australier Simon Whitlock mit 4:0 besiegt hatte. Für Mitfavorit Snakebite Reid, der den Fans im Londoner Alexandra Palace zum WM-Start noch ein Kostüm von Weihnachtslied Grinch präsentiert hatte, ist der zweite WM-Titel vorerst Geschichte. Der Saarländer Clemens hingegen darf sich auch gegen Geheimfavorit Ratajczak eine gute Chance ausrechnen und hat damit die Möglichkeit, als erster Deutscher in ein WM-Viertelfinale einzuziehen. Für den Deutschen ist es das bisher beste Jahr seiner Karriere. Clemens besiegte 2020 in wichtigen Major-Matches unter anderem die Engländer Nathan Aspinall und Rob Cross. Gegen den späteren Titelträger Reid hatte er bei der EM im Oktober noch verloren, diesmal entschied er das packende Pfeile-Duell für sich.